Eine unbekannte Zahl Passagiere fährt im Bummelzug übers Land. Beim ersten Halt steigt ein Sechstel der Leute aus. Beim Halt danach steigt ein Fünftel der verbleibenden Passagiere aus. Und so geht es fröhlich weiter. Als nächstes steigt ein Viertel aus, dann ein Drittel und dann die Hälfte. An der Endstation steigen zu guter Letzt alle verbleibenden Fahrgäste aus. Wenn die ganze Fahrt niemand zugestiegen ist, was wäre dann die geringstmögliche ursprüngliche Anzahl Passagiere? Ach du Kacke. Sagen wir mal, es waren 10. Aber das ist bei 10 geht ja ein Sechstel nicht. Sagen wir mal, es waren 12. Minus ein Sechstel, dann steigen 2 aus. Dann minus ein Fünftel, dann steigen nochmal 2 aus. Dann sind wir bei 8. Dann minus ein Viertel. Dann ist wieder minus 2. Dann sind wir bei 6. Von 6 ein Drittel ist auch 2. Dann sind wir bei 4. Dann von 4 die Hälfte ist auch 2. Das heißt, es müssten ja mindestens 12 gewesen sein. Weil sonst wären das ja viel zu wenig. Auch nicht. Verdammt. Bin heute aber auch schlecht beim Rätseln. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Lies dir das Rätsel noch einmal gut durch und versuche es dann erneut. Dieses Rätsel wird auf einen Schlag furchtbar einfach, sobald man eine simple Grundregel erkennt. Ich fand meine 12 schon tierisch gut. Muss ich jetzt mal ja so sagen. Also mal so, ne? Muss man mal. Aber in der Grundregel. Ein Sechstel, ein Fünftel. Das ist natürlich jetzt eine sehr offensichtliche Grundregel. Aber ist da noch eine zweite Grundregel? Ach, warte mal. Von 6. Ein Sechstel ist 1. Sind wir bei 5. Von 5. Ein Fünftel ist auch. Nee, warte mal. Sind es dann vielleicht 6? Jetzt bin ich dran. Haha. Sowas schafft nur Leightons Lehrling. Gut überlegt. Wenn wir annehmen, der Zug sei mit 6 Leuten an Bord losgefahren, dann hätte pro Station nur einer aussteigen müssen. Dieses Rätsel wird nur dann haarig, wenn man vergisst, die Anzahl der Passagiere anzupassen, die nach dem Halt noch an Bord sind. Ja, stimmt genau. Okay, die Vorstellung ist vorbei. Ich glaube, ihr solltet jetzt aber verduften. Wenn die da drin mitbekommen, dass ich euch hier rumhängen lasse, dann setzt was für mich. Das Abteil hier ist neu, oder? Ach nee, das ist unser Abteil. Ist hier irgendwo noch Hinweismünzen? Ich habe davon kaum welche. Yay. Zurück, die Herren. Suchen Sie immer noch nach dem entschwundenen Kleinen? In der Tat, das tun wir. Eine Frage, mein Bester. Sie haben nicht zufällig eine junge Dame mit einem Hündchen hindurchlaufen sehen?
Oh, das habe ich durchaus. Ja, sie lief zum Ende des Zuges. Wirklich? Vielen Dank, mein Herr. Sie haben uns sehr geholfen. Na dann, nix wie hinterher. Ich gehe aus dem Weg. Ups, wer bist du denn? Sieh an, es scheint, ihr habt schon mindestens 12 Rätsel gelöst. Hut ab, sage ich. Solche Rätselfleiß beeindruckt mich. Ihr seid mir doch gleich sympathisch. Also, die wollte ich jetzt gerade mal nicht. Ich wollte hier durch. Oder müssen wir erst mit dem Knalli hier reden? Ja, wenn das nicht der brillante Professor Layton ist, Schrecken aller Streichholzrätsel. Ich wollte gerade Madame Babette darüber informieren, dass der Junge nicht mehr an Bord ist. Herr Inspektor, wir stehen kurz davor, Toms Verbleib aufzuklären. Bitte gewähren Sie uns noch ein wenig Aufschub, um den Fall zu überdenken. Wir wollen ihr Scheitern wohl nicht wahrhaben, was? Na schön, Madame Babette schläft gerade, da will ich mal nicht so sein. Ich warte noch ein wenig. Aber ich sage Ihnen, sobald sie aufwacht, werde ich Sie über Tom in Kenntnis setzen, kapiert? Wenn Sie beweisen möchten, dass Sie recht haben, müssen Sie den Kleinen vorher zu mir schaffen. Verstanden. Genau das habe ich auch vorher, Inspektor. Wir müssen schnellstens fündig werden, Professor. In meiner Hütte findet ihr alle Rätsel, die ihr übersehen habt. Schaut doch mal rein. Hallo, Kollege, ich will da durch. Nein, das stimmt auch nicht. Dieses grausige Rätsel macht mich noch ganz fertig. Hoch, wo kommt ihr zwei denn her? Kann ich was für euch tun? Wir suchen eine junge Dame mit einem kleinen Hündchen. Haben Sie die beiden vielleicht gesehen? Ja schon. So eine junge Frau ist eben hier vorbeigekommen. Sie lief Richtung Zugterrasse. Vielen Dank, mein Herr. Wenn Sie uns bitte Moment noch, Meister Krempe. Glaubt ihr etwa, ich verteile hier Gratisauskünfte? Sehe ich aus wie ein Wegweiser? Nicht mit mir, eine Hand wäscht die andere. Ich stecke nämlich auch ein bisschen in der Bedulie. Oh, wie unhöflich von uns. Wir wussten ja nicht, dass sie unsere Hilfe benötigen. Nun ja, dem ist in der Tat so. Gemälde sind ja so etwas wie eine Leidenschaft von mir, wisst ihr? Und ich brüte schon seit Tagen über diesem Rätsel hier. Es geht um ein Bild. Könnt ihr mir nicht helfen? Auch wenn das jetzt wieder ein Schieberätsel wird. Ein Fahrgast im Zug zeigt dir ein Bild, das er gezeichnet hat. Nehmen wir an, dieses Bild bestünde aus 10 gleich großen Teilen. Kannst du mir sagen, wie viele Teile davon Wolken sind und wie viele Himmel? Oh, keine Angst, du brauchst nicht zu raten. Es gibt eine eindeutige und klare Methode, das Verhältnis zu ermitteln. Wie viele Teile des Bildes sind Himmel und wie viele sind Wolken? Das würde ungefähr sagen, halb-halb. Eine klare Methode, das Rätsel. Guck mal, sieht aus wie ein tanzender Kerl mit Zylinder hier. Ja, der Zylinder, dann der Typ. Na, hier so ein Arm. Ne? Ja. Ach, gucke mal. Also sind nur 2 Teile, die eindeutig Himmel sind. Das heißt, auf 8 Teilen sind Wolken mit drauf. Falls das jetzt so gemeint war. Nun die Probe aufs Exempel. Nee, war's nicht. Man heute ist nicht mein Rätseltag. Wie schade. Lies dir noch einmal die Frage des Fahrgastes durch und versuche es erneut. Es ist doch Quatsch, hier ist doch jeweils immer irgendwie ein bisschen Himmel und ein bisschen Wolken. Oder sind da 0 Teile Himmel?
Ist doch auch Quark. Das haut doch hinten und vorne irgendwie nicht hin, was ich hier mache. Passen hier irgendwie komisch ineinander. Das heißt, hier könnte ich austauschen. Ein Teil Himmel, ein Teil Wolken. Wenn ich das hier austauschen wollte, hätte ich das gleiche. Habe ich hier schon so zwei. Die passen auch ineinander. Passt hier noch was zusammen? Dann wäre das 6 zu 4. Kein Rätsel ohne Lösung. Wäre ich ja mit meinem ungefähr die Hälfte richtig gewesen. Na, hat er sogar hingehauen. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Gut erkannt. Der Schlüssel zur Lösung ist es, das Bild richtig aufzuteilen. Dann sieht man auch, dass B und F, C und I, D und G sowie E und H jeweils dasselbe Bild darstellen, nur mit vertauschten Farben. Daraus folgt ein Verhältnis von 4 Teilen Himmel und 4 Teilen Wolken. Die verbleibenden zwei Felder A und J sind beide blau, also zeigt das Bild insgesamt 6 Teile Himmel und 4 Teile Wolken. Ah, so geht das also. Bist ein echter Rätselprofi, was? Nun, das Kind, das ihr meint, ist wahrscheinlich auf der Zugterrasse gleich hinter mir. Luke und Professor Layton beschließen, mit dem Mädchen auf der Zugterrasse zu sprechen. Es ist ja schon mal schön, aber jetzt geht, glaube ich, gleich die nächste Pressekonferenz weiter. Das heißt, ich muss hier, was gibst du denn hier für Schöne von dir? Ja. Das heißt, ich muss jetzt hier mal ganz schnell speichern. Und dann entsprechend hier bald wieder aufnehmen. Aber die Hauptsache, ihr habt jetzt erstmal eine Folge bekommen und ich gehe jetzt weiter gucken. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.